Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 30 bis 32. Als 40 Jahre vergangen waren, erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in einer Feuerflamme im Dornbusch. Da Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging, zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen. In der Rede des Stephanus erklärte er den Zuhörern, wie die Geschichte Israels angefangen hatte und wie im Laufe der Zeit und der Ereignisse viele Dinge nicht angenommen wurden und man nichts aus seinen Fehlern lernte. Gott hat sich nicht verändert bis heute, aber in jeder neuen Generation, ob in Israel oder anderswo, sind die Leute oftmals hartherzig, unbelehrbar, stur und von sich selbst eingenommen. William MacDonald schreibt: Die Geschichte wiederholt sich selbst. In jeder Generation finden wir die gleichen Vorgänge. Die Menschen bleiben immer gleich. Wenn sie Gottes Botschaft hören, dann verstehen sie sie nicht. Wenn sie gebeten werden, im Frieden mit ihm zu leben, wollen sie nicht hören. Wenn ein gottgesandter Befreier kommt, lehnen sie ihn ab. Wenn sie aus einer schrecklichen Situation befreit worden sind, dann wenden sie sich lieber an nutzlose Götzen anstatt an den gnädigen Gott. So ist die menschliche Natur: aufrührerisch, undankbar, töricht. Gott bleibt derselbe. Der Gott, der zu Mose sprach, war derselbe, der schon zu seinen Vorfahren gesprochen hatte. Dieser Gott hört, wenn Menschen in Not sind. Er kommt, um zu befreien. Er führt sein Volk vom Tod ins Leben. Er gibt diejenigen ihren eigenen Gelüsten hin, die ihn willentlich ablehnen. So ist unser großer Gott. Gnädig, mächtig, heilig. Er ist immer derselbe, was immer auch geschehen mag. Maleachi 3,6. Für die Zuhörer des Stephanus war es eine Warnung, nicht mit Gott zu spielen. Und wir haben hier auch die Versicherung, dass jede Verheißung Gottes für immer fest bestehen bleibt. Soweit. Gott hat bei sich selbst beschlossen, einen Bund aufzurichten, der alle Verheißungen beinhaltete, die Gott dem Abraham gab. Und Mose sollte dafür ein wichtiges Werkzeug sein. Und das ist auch für uns dieselbe Ausgangsposition in unserem Glauben und dem, was wir tun sollen. Nicht, dass Gott uns braucht, aber er will uns brauchen. Nur, dass wir es heute noch besser haben, denn wir sind durch den Glauben Söhne und Töchter Gottes geworden. Abraham machte sich auf Gottes Wort hin, auf den Weg und verließ seine vertraute Umgebung und seine Freunde. Keine Kleinigkeit. Ein Mensch, der an Gott glaubt, hat den Umstand und auch das Privileg anzunehmen, dass er nicht grundsätzlich an bestimmte Orte und Umstände gebunden ist oder dass sich da nie etwas ändern wird. Er muss offen sein für Neues und bereit sein, Vertrautes unter Umständen auch zu verlassen. Das galt für Mose. In Hebräer 13, 14 steht: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das bezieht sich sicherlich vor allem auf den Himmel und das Reich Gottes, nach dem wir vor allem anderen trachten sollen, Matthäus 6, 33. Aber auch unser Leben hier auf der Erde ist letztlich nur eine Durchgangsstation. Wir dienen einem höheren Ziel, unabhängig davon, wo wir uns aufhalten oder wo wir in Zukunft leben und arbeiten werden. Und ich sage es mal ganz plastisch: Wo und an welchem Ort wir sterben und beerdigt oder entrückt werden, ist eher unwichtig. Wichtig ist, dass es geschieht und wir dann dort waren, wo Gott uns haben wollte, jetzt und in Zukunft. Gott will, dass wir Spuren hinterlassen, ihm zur Ehre. Aber wo das jetzt und in Zukunft sein soll und darf, müssen und dürfen wir im Vertrauen allein Gott überlassen. Er bereitet die Wege, auf denen wir laufen sollen.
Der Gott Abrahams ist also ein Gott, der von seinen Glaubenskindern eine gewisse Offenheit und Flexibilität verlangt und vor allem Vertrauen, Glauben und auch Mut. Und dieses Vertrauen des Abraham hat die große Verheißung der zahlreichen Nachkommenschaft, die von Gott gesegnet werden, zur Folge gehabt. Abraham hat das zu seinen Lebzeiten alles nicht mehr erlebt, aber darauf kam es nicht an. Seine Spuren sind bis in alle Ewigkeit sichtbar. Jesus sagte zu Thomas in Johannes 20, 29: Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Der Gott des Abraham ist für uns das Vertrauen und der Glaube. Glaube ist nämlich Vertrauen, und zwar, dass Gott auch gerade dann wirkt und handelt und seine Verheißungen erfüllt, wenn wir nichts sehen und wahrnehmen und uns trotzdem auf sein Wort und seine Führung und Leitung verlassen dürfen, jeden neuen Tag. Glückselig nennt die Bibel solche Christen. Und das sind wir, auch wenn wir das vielleicht nicht immer spüren und sehen. Darauf kommt es nicht wirklich an, sondern auf Gottes Wort und auf seine Verheißungen. So wie Gott mit Abraham und Mose zu seinem Ziel und seiner Bestimmung kam, wird es auch bei uns sein und in unserem Leben. In einem Kommentar zum Eingangstext steht Folgendes. In Apostelgeschichte 37 wird die Geschichte von Mose und dem brennenden Dornbusch erzählt. Hier offenbart sich Gott und beauftragt Mose, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Die Auslegung dieses Abschnitts betont Gottes Erscheinung im Alltäglichen. Der Dornbusch als scheinbar gewöhnliches Element wird zum Ort göttlicher Offenbarung. Diese Erzählung ermutigt uns, inmitten unseres Alltags die Gegenwart Gottes zu erkennen. Die Aufforderung zur Befreiung des Volkes symbolisiert auch die Befreiung von Unterdrückung und die Bereitschaft, Gottes Ruf zu folgen. Der Text lädt dazu ein, in den scheinbar kleinen Momenten des Lebens göttliche Bedeutung zu entdecken und sich auf Gottes Weg der Freiheit einzulassen. In Apostelgeschichte 7,33 spricht Stephanus über die Offenbarung Gottes an Mose im brennenden Dornbusch. Hier betont er die Heiligkeit des Ortes und die göttliche Anweisung, die Schuhe auszuziehen. Diese Passage verdeutlicht die Ehrfurcht vor Gottes Gegenwart und symbolisiert die Notwendigkeit, sich in Demut vor dem Heiligen zu beugen. Stephanus unterstreicht, dass der Boden, den Mose betrat, heilig war. Dies erinnert uns daran, dass unsere Annäherung an Gott von Respekt und Hingabe begleitet sein sollte. Es zeigt auch, dass Gott in gewöhnlichen Momenten außergewöhnlich gegenwärtig sein kann, und wir sollten bereit sein, aufmerksam auf seine Führung zu hören. Soweit. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist auch unser Gott. Darauf dürfen wir vertrauen. Die Juden seinerzeit beriefen sich auf Abraham, aber im gleichen Atemzug lehnten sie Jesus Christus ab. In Johannes 8, Verse 53 bis 59 lesen wir Folgendes. Bist du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie die Steine auf, um sie auf ihn zu werfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Die Juden verstanden sehr genau, was Jesus damit sagte, und das war ja auch letztlich der Grund dafür, dass sie ihn töten wollten und die Römer dazu massiv drängten, ihn zu kreuzigen. Als Jesus den Gelähmten am Teich Bethesda am Sabbat heilte, stellten sie ihn zur Rede.
In Johannes 5, 17 und 18 steht: Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Darum ging es, und darum geht es auch für uns, als Mose in respektvollem Abstand barfuß vor dem brennenden Dornbusch stand und Gott fragte, wer er denn sei und was er sagen soll, wie sein Name lautet, lesen wir in 2. Mose 3, 13 bis 15. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Der Gottesname JHWH, also Yahweh, Yahweh, hat die Grundlage in dem hebräischen Wort Hava, was so viel bedeutet wie Sein und Existieren. Von daher macht dieses Ich bin, der ich bin, dann auch Sinn. Gott ist der Seiende und wird immer der Seiende sein. Jesus Christus hat im Neuen Testament diese Formulierung immer wieder benutzt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin das Brot und so weiter. Und als er den Juden sagte, dass ehe Abraham wurde, er schon da war, bin ich, war dies ein klarer Hinweis auf seine Gottheit. Und darum wollten sie ihn töten, weil sie das für Blasphemie, also Gotteslästerung, hielten. In Römer 10, Verse 11 bis 13 steht: Denn die Schrift spricht: Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden. Jesus Christus zu erkennen, das ist das Wichtigste im Leben, allgemein und im Leben von uns Christen im Besonderen. Gott wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch, und in seinem Namen allein liegt das Heil und sein Segen. Sein Name sei gelobt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.